Seefeld-Weltcup für mich ist eigentlich ja, Heim-Weltcup. Ich bin eigentlich die halbe Zeit meines Sportlerlebens eigentlich herum und trainiere da eigentlich fast tagtäglich. Und da ist das Triple im Winter natürlich das Highlight für mich. Eine richtige Betonhaxe habe ich halt nicht gehabt. So, das denke ich, das überhaupt nicht mehr. Noch Rennen? Ja, war am Freitag schon immer. Wirklich? Mhm. Gestern beim Springen ist mir nicht ganz so leicht von der Hand gegangen. Da war ich 102 Meter, bin siebter nach dem Springen gewesen. Habe aber eine super Gruppe um mich rundherum gehabt. Da waren viele Österreicher und auch der Jens, der Ofterbrüder, der es dann gewonnen hat. Haben wir echt einen guten Zug nach vorne dann entwickelt. Bin dann auf dem zweiten Platz gelaufen. Heute war einer meiner besten Sprünge, da, was ich in Seefeld gemacht habe. Hab dann die Springen gewonnen, bin als Erster in die Läufe gegangen, vier Runden lang eigentlich dauerhaft probiert, einfach Tempo machen und habe irgendwie nur die Sekunden gehört, was mir die Trainer gesagt haben. Und war ja schon ein Kampf mit mir selber natürlich, aber war. Hat sich ausgezahlt und habe dann heute meinen ersten Heimweltcup-Sieg feiern dürfen. Wir haben jetzt schauen eigentlich, dass wir so fit wie möglich morgen wieder kommen, dass wir uns regenerieren, wie mein Sieg, den wir gerade ausmassieren, haben davor ausgeradelt, dann wird es eine kleine Stärkung geben, wir werden essen. So drei Wettkämpfe, die zählen schon an die Kräfte, also das spürt man. Wenn wir da nicht gescheit essen, dann passiert es gleich mal, dass man krank wird oder einfach nicht mehr leistungsfähig ist. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man jetzt immer gut auffüllt. Ja, sicher. War ein ganz spezieller Tag. Erster Weltcup-Sieg jetzt daheim. Wir haben jetzt gut gespeist, sind eigentlich alle irgendwie fertig und müde. Ja. Jetzt geht's ins Bett und wir haben noch einen Tag, wo dann eigentlich der längste Rennen ist mit den meisten Kilometern. Das wird dann ja, sicher nochmal anstrengender. Ja, mein Zimmergenosse ist der Stefan. Eigentlich schon jetzt seit fast gut einem Jahr, ne? Halbes Jahr? Nicht ganz. Halbes Jahr? Halbes Jahr, ja. Seien eigentlich die Jungen im Team sozusagen. Also mein Sprungtaschen, der ist schon drüben auf der Schanze. Der ist trocken geblieben. Das ist jetzt das ganze Langlaufgewand. Das ist mein Rennschuh, den packen wir jetzt halt ein. Dann geht es weiter eigentlich zu richtig coole Überschuhe. Wenn es gerade so schneit, ein bisschen nass ist, die kommen einfach drüber über die Langlaufschuhe. Das ist die Einlaufnummer fürs Rennen. Die habe ich eigentlich die ganze Saison die gleiche. Mit Namen, steht alles oben. Da habe ich drei verschiedene Brillen. Man weiß nie, wie das Wetter ist. Bin immer auf Reserve dabei. Weiter geht's. Wir haben Trinkgut mit Trinken. Da ist ein Jauchen drinnen. Drei Semmeln. Einmal mit Schinken, einmal mit Käse und einmal ein Honigbrot. Da haben wir jetzt ein paar Dankhalten. Letzten Tag zum Triple, da sind einige Leiter. Habe ich jetzt vorgeschrieben. Tasche Nummer 1 fertig. Viele Jacken, viele Hosen. Von Springen über Interview, Einlaufen, nach dem Rennen. Gehört einfach alles dazu. Das ist reines Langlaufgewand. Man sagt immer, man soll aufpassen aufs Material, wie eigentlich auf seine Freundin. Alles eingepackt, Gymnastik haben wir gemacht. Es ist recht frisch draußen, deswegen haben wir genug Geschichten an. Jacke drüber, Kappen, Handschuhe. Kann losgehen. Ganz klar freue ich mich auf die Fans, die was dabei sein beim Heimweltcup in Seefeld. Ganz speziell macht es mir natürlich stolz, wenn da die Eltern oder die Freunde von daheim dabei sind. Natürlich steigt dann ein bisschen der innerliche Druck. Also man möchte natürlich dann auch performen vor der Family oder von den Fans.
Atmosphäre da aufsaugst. Gell, das fehlt ein bisschen in Summe. Ja. Und man merkt schon, dass er ein bisschen angespannt ist. Es kommen mehr Fans rauf, es ist das Rundherum, es macht alles ein bisschen was mit einem. Und es gibt nichts zum Verschenken, nichts zum Abholen, aber ich glaube, der holt sich das. Ich meine, es ist natürlich ein Druck für einen daheim, Favorit jetzt, aber wie er das macht bis jetzt, ist wirklich sensationell. Und ja, ich habe auch volles Vertrauen, dass er das auch heute wieder gut hinbringen wird. Heute geht's um was natürlich nicht. Aber wird schon schief gehen. Das war jetzt ein Ansehen. Ja, jetzt sind wir 16 Sekunden von Geiger, Vinzenz Geiger. Wird ziemlich ein hartes Rennen werden. Aber 5 Runden noch dazu, muss man auch sagen. Können wir gleich abwarten. Schauen, dass er gute Beine hat und gute Ski. Es ist ein knappes Rennen. Hinter ihm sind sehr, sehr gute Läufer. Und wenn sich die einig sind, nachher kann es auch sehr knapp werden, aber es gibt nur eine Option heute und die ist einfach Gas geben. Jetzt, 18 Sekunden auf dem Geiger, 43 auf 50 pro. Sehr gut. Ja, yeah, geh mal. Mittlerweile hat er schon fast eine halbe Minute Vorsprung, der Jo. Schauen wir mal, ob er es durchhält. Aber drauf hat er es normalerweise. Johannes, 36 auf die große Gruppe. Die sind jetzt zusammen hinten, gell? Teil das gut ein. Geh mal, auf geht's. Das ist schon die vorletzte Runde. So, wenn es so weitergeht, dann wird sich das auf jeden Fall ausgehen. Wenn es erledigt ist, ja, Wahnsinn. Also, was heute passiert ist, so ein genialer Tag. Das Triple daheim zu gewinnen, das ist eines der schönsten Gefühle, was man, glaube ich, in einem nordischen Kombinierer in Österreich erleben darf. Und ja, ganz, ganz groß und welcher ja, hoch oben einzuordnen bei mir. Gefühlslage unbeschreiblich, jetzt da außen stehen, die Hymne zu hören und ja, jetzt einfach genossen habe ich das. Der Weg stimmt, die Weltmeisterschaft ist nicht mehr weit weg und ich freue mich auf alle Fälle dahin jetzt und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auch wieder gut in Form sein und werden da definitiv angreifen.